Wir haben dich endlich gefunden. Du wirst jetzt unsere Tochter sein. Mom, Dad, ihr seid irgendwie komisch. Der Wecker klingelt. Puh, das war nur ein Traum. Ein Albtraum. Mom, das wirst du nicht glauben. Ich habe geträumt, dass du und Dad mich aus dem Waisenhaus geholt habt. Skylar, das Abendessen ist fertig. Ich liebe Moms Essen. Besser als Fast Food. Lecker. Was ist das? Adoptiert? Ist das ein Joke? Oh nein, dieser Traum wird leider wahr. Oh mein Gott. Ich werde diese Suppe nicht essen. Ich muss die Beweise vertuschen. Was? Wollt ihr mich ärgern? Wie geht das? Ich wisch den Beweis schnell weg. Okay, ich muss hier raus, bevor Mom es sieht. Und du, Prinzessin, wirst mir Gesellschaft leisten. Das macht richtig Spaß. Aber danach muss Mom den Spiegel putzen. Eine Prinzessin sollte ein perfektes Lächeln haben. Was? Schon wieder ein Zeichen. Das geht zu weit. Jetzt reicht's. Oh, ich glaube, Mom hat mich gehört. Ich liebe es, mit meinen Eltern einkaufen zu gehen. Wie wär's mit einem neuen Sweatshirt? Magst du es? Sie scheint es zu mögen. Oh, was für ein schönes Kostüm. Mom? Dad? Hey, wo seid ihr denn? Also doch, ich wusste, dass ich nicht ihre Tochter bin. Ich wurde adoptiert. Ich kann es nicht glauben. Hey, das sind meine Eltern. Du musst da was verwechselt haben. Ups, peinlich. Aber wo sind Mom und Dad? Oh, du warst plötzlich weg. Wir haben uns Sorgen gemacht. Mom läuft schon den ganzen Morgen durch das Haus. Aber Skylar ist das egal, solange sie ihr Lieblingsspielzeug hat. Warte, was ist denn hier los? Rutsch rüber. Das nehme ich auch. Seltsam. Vielleicht will Mom mit mir spielen. Wozu die ganzen Kisten? Vielleicht wisst ihr, was sie vorhaben? Leider nicht. Skylar, wir müssen los. Wir fahren zum Waisenhaus. Nein, bloß nicht. Ich komme nicht mit. Da sind wir. Warum ist Skylar so nervös? Glaub mir, wir tun das Richtige. Oh, das ist das Ende. Sie werden mich in ein Waisenhaus stecken. Warum? Und, bist du bereit? Das ist unsere Tochter Skylar. Ich fühle mich nicht gut. Oh, Skylar, geht's dir gut? Das muss die Aufregung sein. Wir spenden die Spielsachen unserer Tochter. Schatz, hast du wirklich gedacht, wir wollen dich nicht mehr? Oh Mann. Wir wollten nur deine alten Spielsachen spenden. Mehr nicht? Komm, beruhig dich. Wir holen dir ein Eis. Eltern lieben es, kreativ zu sein. Heute malen wir ein Stillleben. Mal sehen, woran sie arbeiten. Wow, Bär. Sieh mal. Malen ist nicht Skylars Stärke. Ich werde deinen Apfel malen. Das ist total einfach. Ich hoffe, meine Eltern mögen das Bild. Oh, was für schöne Meisterwerke. Das schaffe ich nie. Skylar, zeig uns dein Bild. Komm schon, wir wollen es sehen. Na gut, seid aber nicht schockiert. Wow, du bist ein geborener Künstler. Genau wie deine Mom und dein Dad. Dieses Bild bekommt einen Ehrenplatz. Aber Skylar ist trotzdem traurig. Es ist endlich soweit. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ups. Hier sind deine Geschenke. Beeil dich und öffne sie. Omas Marmelade? Ja, und das ist noch nicht alles. Diese geflügelte Überraschung ist auch für dich. Ich bin nicht in Feierlaune. Mom hat etwas Besonderes für dich. Oh nein, mir reicht es mit den Geschenken. Ich habe mir so eine Mühe gegeben. Sieht so aus, als hätte der Streich geklappt. Puste die Katzen aus und wünsch dir was. Oh, ihr habt mich wirklich reingelegt. Was ist in der Box? Oh, wow. Eine neue Spielkonsole. Die habe ich mir gewünscht. Aber die Eltern wollen das Geschenk zuerst ausprobieren. Hey, was ist mit mir? Heute ist mein Tag.
Aber die Beine kann man nicht aufhalten. Da kann man nichts machen. Dann werde ich einfach meine Torte essen. Es ist Zeit, die Wahrheit rauszufinden. Heute Abend wird Skylar eine Detektivin sein. Ich werde endlich rausfinden, ob ich adoptiert bin oder nicht. Die erste Regel einer Spionin ist eine gute Verkleidung. Ich beginne mit der Operation. Wer sind meine Eltern? Es kann losgehen. Mom und Dad dürfen aber nichts mitbekommen. Skylar will viele Beweise sammeln. Ich brauche Moms Fingerabdrücke, um alle Informationen zu bekommen. Oh, diese Tasse brauche ich. Je mehr Beweise, desto besser. Ich brauche eine DNA-Probe. Oh, Haare auf einem Kamm? Perfekt. Puh, das war ein langer Tag. Aber ich habe viel erreicht. Ich hole mein mobiles Labor raus. Und setze eine Brille auf. Schon besser. Ich werde bald erfahren, was meine Eltern von mir verstecken. Das Wichtigste ist, dass ich nichts vergesse. Ich habe es fast geschafft. Jetzt muss ich nur noch das Signal aus dem Weltraum empfangen. Ich hoffe, es klappt. Wow, es hat wirklich geklappt. Es ist soweit. Was? Hunde? Das war wohl nichts. Skylars Eltern lieben Jazz. What? Skylar mag diese Musik überhaupt nicht. Oh, wie kann man sich sowas anhören? Alright. Wenn es darum geht, ein Haustier auszuwählen, hat Skylar ihre eigenen Vorlieben. Sie liebt Spinnen. Aber Mom und Dad haben eine Spinnenphobie. Ew. Mom, sieh mal, was ich hab. Hilfe! Schnell weg hier! Was ist denn? Mom und Dad brauchen eine Pause. Au! Bist du das, Skylar? Skylar liebt die Natur. Wollen wir beispielen? Oh, kommt schon. Keiner will mit mir spielen. Sie haben mich bestimmt adoptiert. Mom und Dad gehen gerne ins Fitnessstudio. Tritt in die Pedale. Ich habe keine Lust. Diese schrecklichen Dinge erfunden. Komm schon. Wir glauben an dich. Nicht aufhören. Es ist toll, dass meine Eltern mich unterstützen. Aber ich kann nicht mehr. Oh, tut uns leid. Wir haben es nur gut gemeint. Während Mom mit Tantin trainiert und Dad Cardio macht, spielt Skylar auf dem Laufband mit Mr. Teddy. Warum bin ich nicht wie meine Eltern? Vielleicht wurde ich wirklich adoptiert. Ups. Skylar, geht's dir gut? Heute findet der Schulprojektwettbewerb statt. Alice hat ein süßes Herz gebastelt. Es ist wunderschön, aber wozu ist es gut? Es ist ein super-duper verbesserter Katzenkratzer. Sehen Sie? Oh, was für eine ausgefallene Idee. Was hast du, Skylar? Ich habe diesen Vulkan gemacht. Er sieht total echt aus. Ich habe ihn auch mit Marshmallows verziert, damit der süß aussieht. Oh, wow. Aber warum kommt mir dieser Vulkan so bekannt vor? Moment, vor 20 Jahren haben diese Schüler den Wettbewerb gewonnen. Mit genau demselben Vulkan. Das sind meine Mom und mein Dad. Wow, wir haben doch viel gemeinsam. Wo ist mein Matheheft? Oh, hier ist es. Unter dem Bett. Matheheft, wo bist du? Ah, ich hab es. Was ist denn das für ein Notizbuch? What is that? Das ist unser Familienalbum. Mal sehen, ob auch ein Foto von mir drin ist. Dad macht Mom einen Heiratsantrag. Wie romantisch. Aber es gibt nirgendwo ein Foto von mir. Ich bin also nicht ihre Tochter. Mom, Dad, sagt mir sofort, was los ist. Es gibt kein einziges Bild von mir. Wurde ich adoptiert? Wir bewahren alle Bilder von dir auf dieser Festplatte auf. Siehst du? Das bist du. Das ist unsere Skylar. Oh, das bin ich. Wie süß. Du siehst zuckersüß aus.
Dad und ich haben ein Geschenk für dich. Ein Fotoalbum. Was sagst du? Beeil dich und öffne es. Hier hat die kleine Skylar ein lustiges Gesicht gemacht. Und das ist dein erster Tag im Kindergarten. Hier hast du gelernt, wie man einen Löffel hält. Und das ist unser Lieblingsfoto. Und ich dachte, ihr seid nicht meine Eltern. Quatsch. Wir haben dich so lieb. Möchtet ihr wissen, wie Skylar in die königliche Familie kam und wie es gelaufen ist? Dann klickt auf den Link am Ende des Videos. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns.